Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie. Jig is of Time, es geht wieder weiter. Wir sind hier wieder beim Hylia-See und uns fehlt nur noch ein Jinjo. Ich habe ihn offscreen schon ausfindig machen können. Ich glaube den, ich weiß gar nicht, hat man den schon mal? I don't know. Auf jeden Fall, ja, hier oben auf dem Labor fliegen wir einfach nochmal eine Runde. Und zwar einfach dahinter in die Ecke. Und dort wird er uns auch schon erwarten. Der Kleine. So, zack. Und damit haben wir auch den letzten Jinjo, das letzte Puzzleteil und den Hylia-See zu 100% abgeschlossen. So muss das anfangen, Leute. So muss doch ein Part beginnen. Ich freue mich. Wir haben wieder ein Level 100% abgeschlossen. Das ist so cool. Macht Spaß, die Level komplett abzuschließen. Bisher hat das auch immer super gut geklappt, muss ich sagen. So. Okay, hier können wir noch ein paar Eier mitnehmen. Da sind wir gerade ein bisschen low schon wieder. Und theoretisch wissen wir auch schon, wo wir als nächstes hin sollen. Denn wir haben schon einen Hinweis bekommen, dass wir in der Gerudo-Trainingsarena... Jetzt bin ich wieder eingelatscht. In der Gerudo-Trainingsarena da quasi was freigeschaltet haben. Die Frage ist halt nur, wie kommen wir da hin? Ich habe aber schon eine Idee eigentlich. So, jetzt, ne? Jetzt ist Nacht. Warum ist jetzt Nacht? Warte, ich mache erstmal Tag. Denn ich glaube, es muss Tag sein. Ich habe eine Idee, dass wir vielleicht da oben halt durch müssen. Dass wir da vielleicht zur Gerudo-Trainingsarena kommen. Dementsprechend, ich hole mal kurz... Ich gehe mal kurz dahin und mach mal Tag. So, let's go. Genau. Und denke halt... Da oben müssen wir durch. 640 Noten sollten wir innehaben. 700 haben wir insgesamt. Ist aber schon knapp bemessen, oder? Also hier wird schon davon ausgegangen, dass du ordentlich Noten sammelst. Also richtig ordentlich. Wir dürfen ja quasi gerade mal 60 Noten fehlen. Das ist schon eine Menge, finde ich. So. Ach, shit. Ja. Au, au, au. Und ich habe noch gerade so gedacht, ja, da oben ist so ein Loch, da muss ich aufpassen. Und dann hatte ich schon wieder vergessen. So. Ja, ja, ja. So, wir kommen hier durch. Und hoffentlich in die... Gerudo Arena. Und wie schaut's aus? Jo, Alter. Oh. Jetzt will ich die Musik hören. Ist das geil. Na dann, öffnen wir mal die Türe zur Gerudo-Festung. Bin mal gespannt, ob da auch der Wüstentempel mit inbegriffen ist. Also der Geistertempel. Und ich habe schon gesehen. Ich muss aber alle töten, ne? Okay, dann doch nicht. Warum? Warum ist da der Hylia-See? Achso, das soll ein Hinweis sein, wo ich das quasi öffnen kann. Ah, ja, 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 ja. Verstehe, verstehe. Okay, wo komme ich denn rein? Da durch die Falltür. Okay. Goldene Federn wieder übelst ausgegeben für einen Jumbo-Schädel. Mumbo-Schädel, nicht Jumbo. Aber Leute, wir haben die Tür geöffnet.
und haben damit ein neues Kapitel freigespielt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Oh, die Musik wird klasse. Freue ich mich drauf. So, ein paar Eier mitnehmen. Dü, dü. Auch hier in der Overworld muss man noch ein bisschen was machen, ne? Wurde ja auch gesagt, es gibt, glaube ich, 10 Puzzleteile, oder? Ich glaube, ja. Geh weg. Ich gehe jetzt in die Gerudo Arena. Erstmal die Brücke. Oder direkt Gerudo Arena. Viel zu leise die Musik. Hoffentlich wird die noch lauter. Seht ihr das? Da ist ein Loch. So, wenn ich da runterfalle. Ach du Scheiße. Ja. Komme ich beim Heiersee raus, ne? Ach du Scheiße. Na, das wird ja was. Oh Gott. Du, 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 du. Warum ist die Musik gerade so komisch geworden? Ist da irgendwas? Okay, der See ist... Alter, gut, der Fluss ist mega giftig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, soll ich hier einfach mal runterjumpen? So als erste... Lektion. Okay, gehen wir mal gucken, was wir hier so finden. Was ist da unten eigentlich? Ist da der Tod einfach nur oder kann man das Wasser? Kommt man sicherlich auch von da aus wieder hoch, oder? Genau. Also die Musik ist auf jeden Fall viel zu leise. Warum ist sie jetzt so leise? Eben war sie lauter. Eine goldene Feder. Sonst ist hier nichts weiter. Was ist denn hier? Nur los. Hier kann ich hoch und runter klettern. Muss ich? Ich hänge hier wie ein Schluck Wasser rum. Ich muss doch diese Pflanze hier bestimmt von oben irgendwie wegschießen. Warte mal. Ich will erst mal gucken, da unten war ein Spiel. Dü, dü. Ah, hätten sie ein bisschen cooler machen können, die Musik. Bisschen lauter, ein bisschen knackiger. Was ist denn das? Was ist das? Ist Mario Kart? Kann ich gerade nicht erkennen. Ich glaube, es ist Mario Kart. Okay, das ist auf jeden Fall ein Puzzleteil. Ja. Heißt für mich, ich muss von da oben irgendwie mit Eiern runterschießen. Und dann können wir uns schon unser erstes Puzzleteil holen. Schön. Ich muss nur treffen. Dreimal. Das kann lustig werden. Schauen wir mal, wie wir das machen. Und ob das überhaupt funktioniert oder ob das anders gedacht ist. Ich wüsste zumindest nicht wie. Weil eigentlich sehe ich da unten gar nicht, was da los ist, oder? Ah doch, warte mal. Guck mal da. Von da aus kann ich das machen. Wahrscheinlich besser als von hier oben. Ja, und ich könnte halt darüber und dann da hochklettern. Das könnten wir auch machen, aber ich glaube, ich gehe erstmal da runter. So. Das sollte von hier funktionieren, oder? Vielleicht auch so? Kann ich da so gerade durchschießen? Ist ja voll daneben. Nee, das wird nichts. Shit. Was soll ich das denn machen? Hä?
Kann ich mich hier hinstellen? Nee, auch nicht. Okay, das ist auf jeden Fall ein Puzzleteil. Ob ich da irgendwo noch was erscheinen lassen kann? Dass man da besser schießen kann? Okay, müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ist so ein bisschen rätselhaft. Wir gucken mal, was hier noch so ist. Warum sollte ich hier herkommen wollen? Gibt es einen Grund? I don't see a Grund dafür. Hallo? Hallo? Nö, ich sehe keinen Grund dafür. Im Wasser ist auch nichts, oder? Auf den ersten Blick nicht. Okay, bis jetzt bin ich echt planlos. Also ja, da ist halt die Wurzel. Die müssen wir irgendwie abschießen. Wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Theoretisch kann man sich vielleicht irgendwo hinstellen, um die Eier zu schießen. Weiß ich aber noch nicht wie. Von da oben ist, glaube ich, unwahrscheinlich, weil... Ja, du triffst halt nicht und die ist ja auch gar nicht sichtbar von da oben. Weil die spawnt ja erst, wenn du auf eine bestimmte Genauigkeit rangehst, ne? Sag ich mal. Also da ist jetzt noch nicht so viel drinne für uns. Hier gibt es auch wieder Federn. Aber kann man... Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Kann man Eier schießen, während man fliegt? Lernen wir vielleicht so eine Fähigkeit? Das könnte ich mir vorstellen. So, da drüben müssen wir auf jeden Fall noch hin. Mal gucken. Vielleicht lernen wir wirklich neue Fähigkeiten. Wir können Eier schießen, während wir in der Luft sind. Wäre jetzt so meine Idee dabei. Egal, machen wir erstmal weiter. Ah, könnte ein bisschen lauter und peppiger sein, die Musik. Schade. Beste Musik eigentlich. So mit. Mit Song of Storm. Lass mal einmal einen Jumbo-Schädel. Hi Kumpel! Hi Kumpel! Ihr könnt pokern. Ja, das kannst du. So, hier ist auch nichts weiter erstmal auf den ersten Blick. Dementsprechend. Natürlich trotzdem Schaden bekommen. Was ist das denn? So unsere ersten Noten, die wir einsammeln. Wow. Wahnsinnig gut. Oh, Kyon Jinjo. Hi. Interessant. Die Kamera. Die macht mich fertig. Okay, erster Jinjo. Und eine goldene Feder kriegen wir noch hinterher geschmissen. Ist hier noch irgendwas? Ja, da gibt's Spiele. Spiele angucken. Majora's Mask und da ist der DS, wo Majora's Mask gerade drauf gespielt wird. Sehr cool. Das ist schön. So, da könnte man so ein bisschen Leben holen, theoretisch, aber praktisch ja nicht so. Was ist das? Das hat doch was zu bedeuten. Tetris. Da kann ich doch bestimmt rein. Ist einfach vergiftet. Tetris ist vergiftet. Tetris ist Gift für deinen Kopf. Dum, dum. Haben wir hier noch irgendwo eine Note, die ich vergessen habe? Liegt hier noch eine? Ja. Okay. Ich hole mir erstmal die Note und dann gucken wir uns mal Tetris an. Ich weiß nicht, ob das klug ist, sich Tetris anzugucken. Aber wir tun es trotzdem mal. 100 Pro kann ich da irgendwas machen mit, oder? Nicht? Die Musik ist auf jeden Fall geil. Ja, keine Ahnung. Okay.
fette Giftdinger, die hier auf jeden Fall raussprühen. So, okay. Na toll. Überall sind die Bienen, ey. Gar keinen Bock drauf. Aber ich mach den jetzt trotzdem mal kaputt. Geht weg. Nee, geht weg. Manu. Warum ist hier die Musik anders? Du. Du. So, theoretisch gibt es hier hinter auch eine Leiter, ne? Ja. Gibt es wirklich? Das ist doch voll cool. Und das Wasser ist giftig. Okay, ich schieße mal da drüben die Pflanze ab. Da ist auf jeden Fall auch ein Durchgang. Zack, weg damit. Passiert aber leider nichts. Nur, okay, der Durchgang ist auch noch versperrt. Kann ich den selber freisprengen oder muss man da was machen? Ich guck mal kurz. Okay, das hat geklappt. Ich komme da auf jeden Fall irgendwie rein. Okay, komm, wir gucken mal rein, was da passiert. Das ist bestimmt wieder so schnelles Wasser, also Giftwasser, was mich schnell tot macht. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, aber gut. Dum, dum. So, unter Wasser gefällt mir die Musik, glaube ich, sogar besser. Oder was sagt ihr? Gott, ey, wo geht's denn hier hin? Auf jeden Fall ein Puzzleteil da hinten. Bis jetzt nur alles super rätselhaft hier. Aber da hinten ist ein Puzzleteil auf jeden Fall, ne? Da oben drauf war eins. Okay, da ist ein Stein. Wir gucken mal. Zack, zack. Hallo, mein Freund. Miau, okay. Ich muss darüber. Und eine Schatzkiste mit. Auch ein Puzzleteil. Bam, bam. Sehr schön, unser erstes Puzzleteil. Noch irgendwas hier? Nö, ne. Das war's erstmal hier. Gut, dann gucken wir mal darüber. Wenn ich mich nicht geirrt habe, dann ist da oben auch ein Puzzleteil. Und ganz viele Krabben. Und ein Jumbo. Und da muss ich mich klein machen. Okay. Oder? Muss ich mich klein machen? Ne, da passe ich so durch, oder? Oder auch nicht. Nein, ich muss mich klein machen. Aber ich kann die Gegner hier schon mal besiegen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Idee, die ich machen kann. So. Und einmal pokern, bitte. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Sind wir hier quasi auch fertig. Und da oben müsste ein Puzzleteil. Nee, ist. Ach, ist eine Wabe, okay. Für die Wabe muss ich dann mich irgendwie klein machen. Alles klar. Haben wir jetzt schon zwei Sachen, ne? Wir haben jetzt einmal unten, wo wir die Pflanze nicht besiegen konnten. Da gab es auf jeden Fall einen. Aber als was verwandle ich mich denn hier? Muss ja irgendwas sein, mit dem ich schwimmen kann. Bin gespannt. Schwimmen und springen und... Oder ich schrumpfe? Irgendwie sowas. Muss das theoretisch sein. Aber gut, Leute, der Part ist auf jeden Fall auch gleich wieder rum. Ich werde jetzt nochmal die Leiter hochklettern.
Ja, unter Wasser ist die Musik auf jeden Fall schöner, finde ich. Passt irgendwie geiler, ist romantisch. Wunderbar. So. Wir haben zumindest ein Puzzleteil noch bekommen. Eine goldene Feder. Das ist jetzt alles, oder wie? Toll. Okay, dann muss ich doch noch einen Weg finden, da irgendwie ganz hoch zu kommen. Mit Fliegen. Irgendwo. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwie muss es eine Möglichkeit geben. Mit Sicherheit. Okay, aber ich würde sagen, Leute, das machen wir dann im nächsten Part. Wir werden dann auf jeden Fall auch erstmal in die Gurudu Area gehen. Zack. Du. Auf jeden Fall wird das auch wieder ein tolles Level werden. Ich bin mir schon relativ sicher. Ja, hier unten, wie gesagt, ne? Hier war ja auch irgendwo so ein Loch. Ah, nee, Quatsch, das war gar nicht hier. Das war irgendwo weiter oben. Oder? Irgendwo hier war auf jeden Fall ein Loch. Irgendwo hatte ich eins gesehen. Gut, Leute, aber ich warte sagen, das war's jetzt. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Zu Jig is of Time. Tschüssi, Leute.